Kakerlaken im... Ich glaube, ich weiß, woher die Kakerlaken kommen. Sprühen. Komm, Spoiler, sprüh die Kakerlaken. Sprüh die Kakerlaken weg. Schnell. Ist das ekelhaft. Alter, du stehst direkt drüber, dann tritt doch gleich drauf. Sprühdose leer oder was? Okay. Gott sei Dank sind sie weg. Ach ja, ich sollte hier mal ein bisschen abziehen und hier ein bisschen reinigen und hier auch ein bisschen reinigen und ja. Ja, Spoiler, das habe ich dir schon in der Früh gesagt und jetzt dann haben wir bereits wieder Abend. Aber du wolltest ja nicht auf mich hören. Oh, sorry, Alter, aber du weißt ja, ne? Die geilen Dinge kommen immer zuerst und dann die Arbeit. Ja, Spoiler, aber... Man sagt ja zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, du Spacko, aber ich bin doch nicht du. Der hat mich gerade beleidigt. Ich sag dazu mal gar nichts, es ist der Spoiler, er kann nichts dafür, das ist halt eben seine Persönlichkeit. Und was macht der Hund hier erinnern? Was macht der verscheuchen? Ich brauche keine Hunde im Haus. Sofort raus mit dir. Hund. Du raus. Rausgehen, sofort. Wow, der mag mich nicht. Wo soll ich denn jetzt nur schlafen? Bin ein Straßenköter. Oh, schon irgendwie traurig, aber ganz ehrlich, naja. Spoiler, was hast du denn nur gemacht, Alter, du... Was war denn das jetzt gerade? Ich will nicht wissen, was er jetzt da gerade angestellt hat. Oh mein Gott, der hat sich wieder eine runtergeholt. Das ist ein bisschen pervers. Wir brauchen das hier nicht im Let's Play, bitte Spoiler. Wir wollen nur witzige Sachen sehen, schon von dir, aber wenn es pervers wird, bitte... Keine perversen Sachen, bitte nicht. Erspar uns das, bitte. Okay, gute Idee. Musik. Den klassischen, nee. Jetzt wollte ich gerade sagen, den klassischen Sender. Rockstar. Rocksender, ja? Nein. Rocksender zuerst umschalten. Rocksender? Ja, dann gehe ich mal Abendessen, ne? Was haben wir denn hier im Kühlschrank? Hier haben wir ein bisschen Fritte und Burger. Ja, das passt schon. Ne, wir haben eine Milch, ein Wein und Weintrauben. Natürlich, ich werde mich heute wieder mal richtig besaufen. Natürlich. Gut. Alter, natürlich, Wein muss ja immer dabei sein im Essen. Was ist denn das? Eine Pfütze. Hat's geregnet oder wie? Gibt es überhaupt Jahreszeit im ersten Teil? Nee, ich glaube nicht, ne? Und außerdem, wenn es regnen würde, dann wären es ja auch nur so eine Strahlen, so eine... Ja, so wie diese Grashalme, es ist ja alles noch in 2D. Wäre aber witzig gewesen. Das wäre echt witzig gewesen. Flauschi. Ach süß. Flauschi. Alter, der Hund hat die Musik so aufgedreht, hä? Geile Mucke. Okay. Lateinamerikanisch, das habe ich eigentlich gesucht. Oder war das vorher schon ein? Ich hüpfe hier so komisch rum. Nächstes Lied bitte. Wir wollen keine Dschungellieder. Dschungel. Ich bin der Spoiler. Das könnte eigentlich ein Song für ihn sein. Okay, ihm fehlt total das soziale Leben. Ja, weil, weißt du auch warum? Weil du so asozial bist. So schaut's nämlich aus. Ja. Okay. Kann er chatten? Nein, er kann nicht chatten, komisch. Warum kann man am Computer nicht chatten? Naja, weißt du, Sims ist ja 2000 rausgekommen und damals im Jahr 2000 konnte man ja noch nicht chatten am Computer. Es war ja überhaupt nicht möglich. Ich sag dazu mal gar nichts.
wie in vielen anderen Sachen auch. Aber bei den anderen Sachen ist es immer der Spoiler. Immer. Wer ist angesagt? Bild lesen, zum Altpapier werfen, Agenten suchen, ja genau. Genau, du brauchst Agenten-Spoiler. Und du gehst schon wieder... Ich weiß nicht, was da der Fehler daran liegt, warum er jedes Mal immer... Oh, die Rechnungen, scheiße. Post reinbringen. Schneller, 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 schneller. Was? Wo hat er jetzt die Zeitung? Ach so, okay. Jetzt habe ich schon fast gedacht, natürlich sind das die Rechnungen. Ja, komm, mach, 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 Spoiler. Scheiß Rechnungen, Alter, schon wieder eine 143 Simoleons. Och, nee, Alter, das damit komme ich überhaupt nicht klar. Okay, mir egal, ob der Spoiler jetzt wieder rumjammert. Irgendwie scheint Sims 1 ja auf die Bedürfnisse so stark einzugehen, da hätten sie ruhig ja mal ein Update machen können. Aber damals hat es ja noch keine Update gegeben. Das wäre übrigens ein sehr wichtiges Thema und ein... Ja, halt eben ein Thema, worüber eigentlich jeder Gamer, jede Gamerin eigentlich drüber diskutiert, halt die Updates heutzutage und das Internet bei Spielen. Aber dazu komme ich vielleicht einmal in einem Vlog, in einem extra Video. Ja, ich wollte eigentlich nochmal ganz schnell in die Hokuspokus-Welt zurück. Loch im Boden, ja. Loch im Boden. Was der schon wieder denkt, Loch am Boden, ne? So, ach, was ist denn das? Fahrgeschäfte anzeigen, Tiergeschäfte, Einkaufsmöglichkeiten, Gebiete mit Restaurant, etc. Ach so, okay. Magische Orte anzeigen, okay. Ich glaube, hier waren wir zum ersten Mal. Dann sind wir hier auch noch. Alter, das ist doch französisch. Das passt doch überhaupt nicht zu einer Magiewelt. Naja. Hier waren wir auch schon, hier auch. Dann waren wir gestern da, das letzte Mal waren wir halt eben da auch. Und ich glaube, da waren wir auch. Und da wollte ich noch einmal hin, genau. Da wollte ich noch mal hin mit euch. Ich wollte noch mal hin, noch mal hin, noch mal hin. Alter, das sieht man ganz klein. So, hui. So, jetzt erst einmal kein Popcorn naschen, scheiße. Ich habe gedacht, wir können jetzt dann hier Popcorn naschen. Ach, hier ist... Achso, das ist ein Automat. Das sieht aber so echt aus. Da glaubt man wirklich, dass eine Hexe... Also, ja, eine Prophezeierin drin. Das mit der Prophezeiung. Ganz ehrlich, das würde mich auch sehr gern interessieren. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr eigentlich an so etwas glaubt. Also an Wahrsage. Also Zukunft vorhersagen und so ein... Kack, Scheiß, ja. Also, ich halte halt eben nichts davon. Also, würde mich wirklich sehr interessieren, weil es gibt ja wirklich Menschen, die glauben an so etwas. Ja, ich sag jetzt nichts weiter. Ich mache jetzt einfach mal hier weiter und, ja, wir könnten noch einmal auf dem... da beim Automaten mal spielen. Nee, gibt's nicht. Damals hat's schon, Spielautomaten gegeben. Ist ja unglaublich. Okay, das war jetzt echt strange. Ja, komm, Spoiler, wenn du unbedingt soziales Leben brauchst, nachher unterhalte dich doch mit einem Anti-Witz-Clown. Nee, das geht nicht. Das geht ebenfalls nicht. Warum kann ich nicht mit Menschen reden? Warum kann ich nicht mit Sims reden? Ach, jetzt geht's auf einmal. Der Ronaldo geht, aber der Clown nicht. Wieso geht der Clown nicht? Wo ist der Clown? Wo ist der Clown? Ach, er ist jetzt auf die... Ja. Okay. Dann gehen wir mal zum Ronaldo halt eben. Winken. Hey, du Depp, ich bin so. Stelle ich mir das irgendwie vor, das Winken. Ne, du bist ein Volldepp. Ein Volldepp. Ja, hallo. Mach doch. Irgendwie ist der Spoiler zurzeit gar nicht so gut drauf. Ja, servus, Spacko, wir sind ganz nahe. So, verstehst du? Die stehen sich gegenüber und winken sich gegenseitig zu. Das ist ja... Auf die Idee musst du erst einmal kommen als Sims-Entwickler. So, das ist ja unglaublich. Wie geht's? Warte mal, geh doch nicht einfach so weg. Ich will dich fragen, wie es dir geht und dann gebe ich mal voll an. Nee, natürlich nicht. Alter, unterhalten, das ist so...
Faust zeigen. Spacko, wirst du mal? Hä? Ja, oder schubsen. Tse. Über Hobbys reden. Man kann hier eigentlich nicht einmal plaudern. Das sind so wenig Interaktionen. Und jetzt dann habe ich ja auch noch die ganzen Erweiterungspacks. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich jetzt nur das Basisspiel gehabt hätte. Da hätten wir so wenig Möglichkeiten gegeben, da hätten wir höchstens 20, 30 Folgen von Sims rausgebracht, als super. Hätten wir davon nicht gehabt. Ja, Spoiler ist leider zurzeit schlecht drauf, das tut mir wirklich sehr leid, liebe Zuschauer. Ich wünschte, er wäre ein bisschen besser drauf, aber ihr seht ja, die Bedürfnisse halt eben der Sims in Sims 1, das war damals so stark ausgeprägt, weil man ja eigentlich nicht so viel Möglichkeiten hatte, noch im ersten Teil. Halt eben deswegen hat man sich gedacht, damit das Spiel nicht langweilig wird, wird man halt eben ganze Zeit von den Bedürfnissen der Sims, unterstützt, sag ich mal, ne? Okay, ja, was aber eigentlich scheiße ist, weil ich will trotzdem das Gameplay genießen und nicht ganze Zeit den Spoiler, befüttern müssen und sorgen müssen und so weiter. Also, wir wollen hier eigentlich etwas sehen. Ist mir jetzt ein Scheißkack egal, wie sein Leben ist. Sein Leben ist sowieso ja schon verhaut. Ja, ist ja so. Ist ja wirklich so. Ich meine, schaut ihn an. Alter, sag mal, interessierst du dich eigentlich für Wissenschaft? Ja, ja, also für Wissenschaft, da habe ich mich schon einmal beworben. Ich wollte Wissenschaftler eigentlich werden. Ach ja, wirklich? Und wie funktioniert die Wissenschaft hier im Hokuspokus? Oh ja, das ist ganz einfach. Du reist einfach in den 60ern und Ja, die 60er, die waren geil. Da war die Wissenschaft noch nicht so groß, verstehst du? Ich hasse nämlich irgendwie die Wissenschaft. Die glauben immer, sie sind immer die Besten und die Allwissenden. Okay, ja, scheiß Gespräch. Woanders hinfahren? Ach so, das habe ich ja schon vorgehabt. Soziales Leben geht wenigstens ein bisschen hoch. Komfort. Ach du Scheiße. So, Alter. Ich will ein bisschen die Musik auch genießen. Und zum Schluss kommen wir noch zu diesem Grundstück, dem größten. Ja, wir kommen noch zum größten Grundstück. Toll. Das ist ja toll. Alter, auf der Karte sieht dieses Grundstück so groß aus und in Wirklichkeit sind die Grundstücke eigentlich gar nicht so groß. Die sind ja alle gleich eigentlich. Oder kommt euch dieses Grundstück jetzt größer vor? Alter, dieses Fliegen ist ja mal geil. Parzival. Aha. Parzival oder Marzipan? Ach mein Gott. Zuckerwatte kaufen. Komm, kaufen wir uns mal eine Zuckerwatte. Moment. Was ist das für eine Braut? Jatt. Ach, da ist noch eine Autobahn. Warum sage ich jedes Mal Autobahn? Ich weiß es nicht. Achterbahn. Wow, jetzt hat's... Alter. Vor allem da geht's ja so langsam, ne? Hauptsache dann, wenn ein Looping kommt, dann Vollgas. 120 km/h oder noch schneller. Geil. Bist du so zäh? Oh mein Gott. Das war super. Und jetzt geht's einmal eine ganze lange Strecke bis daher einmal. Ach, ist das geil, nee. okay, das Sunny, irgendwie ist das... eigentlich sollte ein Clown ja nicht traurig sein, oder? Oder bin ich hier falsch am...
Aufzug. Keine Aktionen möglich. Ich verstehe das nicht. Warum kann man mit Clowns eigentlich nicht reden? Hallo, bleib doch mal stehen. Nein, keine Aktionen möglich. Das verstehe ich irgendwie nicht. Hauptsache, mit allen anderen können wir plaudern, nur mit diesem Clown nicht. Aber vielleicht ist es ja auch besser so. Vielleicht ist es ja der Clown von S. Ja. Aber ich glaube kaum, dass hier erwachsene Leute vielleicht zugucken. Keine Ahnung, warum. Ja. Der Clown von S, keine Ahnung, fragt mich nicht, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Ich liebe nur Horrorspiele, so viel dazu. Deswegen bin ich auf diesen Clown gekommen. Ja, ich meine, das ist ja wirklich wahr. Man kann Clowns nicht trauen. Traut niemals einem Clown, nicht mal der Clown von McDonald's. Den habe ich übrigens getroffen, wo ich damals 6 Jahre alt war oder so. Ach ja, da war ich noch im Kindergarten. Das war so, ich war im Kindergarten und dann ist dieser McDonald's-Typ da gekommen, dieser Clown da. Ach ja, war eine schöne, gleichzeitig auch gruselige Erfahrung. Ja, ich hasse Clowns. Auf jeden Fall dazu. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, liebe, für diese Folge wieder. Und dann sehen wir uns morgen bis zur nächsten Folge. Dankeschön, ciao.